Kurz nachgedacht, der Adventskalender, der Podcast der evangelischen Jugend in Schwarmstedt. Die Vorkonfigruppe von Pastor Richter schaut mit uns hinter das 9. Türchen. Zu Weihnachten gehören Geschenke. Aber warum eigentlich? Das haben wir uns auch im Konfirmunterricht gefragt. Deswegen forschten wir nach und fanden Folgendes heraus. Es kommen von den heiligen drei Königen, oder besser gesagt, den heiligen drei Sternendeutern. In einer Stadt Babylon lebte eine Gruppe Sternendeuter. Als sie ein komisches Zeichen am Himmel sahen, machten sie sich auf den weiten Weg dem Stern hinterher. In Jerusalem angekommen, gingen sie zu König Herodes. Er berichtete ihnen von dem Stern. Sie erfuhren in einer alten Schriftrolle, der Stern zeigt an, dass ein neuer König geboren ist. Aber König Herodes wollte den neuen König töten. Als die drei Sterndeuter das Kind gefunden haben, erkannten sie, dass es Gottes Kind war. Sie feierten viel und schenkten dem Kind Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das war der Anfang der Weihnachtsgeschenke. Als sie dann müde in den Schlaf fielen, tauchte Gott in ihrem Traum auf und sagte, geh nicht zurück zu König Herodes. Als sie aufwachten, können sie sich noch an den Traum erinnern. Und sie gingen über einen Umweg in ihre Heimat. Gold, Weihrauch und Myrrhe sind Geschenke für Könige. Aber was ist das eigentlich? Das Geschenk Gold. Das Gold war schon damals unheimlich kostbar. Mit dem Geschenk sollte Gottes Sohn geehrt werden. Weihrauch. Als Geschenk der drei heiligen Könige steht der Weihrauch für das Göttliche des Kind Jesus. Bei Myrrhe handelt sich es um ein Harz, das aus dem Myrrhebaum gewonnen wird. Schon vor 3000 Jahren haben die Ägypter Myrrhe zum Einbalsamieren von Toten benutzt. Es handelt sich um ein sehr wertvolles Geschenk. Vielen Dank, dass ihr euch den Podcast angehört habt. Wir hoffen, dass ihr jetzt wisst, warum wir eigentlich zu Weihnachten Geschenke bekommen. Frohe Weihnachten und noch einen schönen 9. Dezember wünscht die Konfergruppe von Herrn Richter. Kurz nachgedacht, der Adventskalender-Podcast der evangelischen Jugend in Schwarmstedt. Jeden Morgen um 6:15 öffnet sich ein neues Türchen und auf euch warten lustige, andächtige und überraschende Texte zum Nachdenken und Nachmachen. Wir wünschen euch einen gesegneten Tag und bis morgen früh. Wir hören uns um 8:15.